In diesem Semester haben Sie Gelegenheit, durch eine Hausarbeit 7 Punkte zu erhalten, die Ihnen dann auf die Klausur angerechnet wird. Sie sollen in dieser Hausarbeit ein DIN A0-Poster über eine wichtige Persönlichkeit der physikalischen Chemie erstellen. Die wichtigste Gesetzmäßigkeit, die diese Persönlichkeit gefunden hat, darstellen und schließlich einen Bezug zu einem Praktikumsversuch herstellen. Das Poster sollte den Corporate Identity Richtlinien der FH Aachen entsprechen. Ein Drittel des Posters sollte mit dem Bild des Wissenschaftlers und seinem Lebenslauf gefüllt sein. Ein weiteres Drittel sollte die wichtigste Theorie oder die wichtigste Größe, die dieser Wissenschaftler in die physikalische Chemie eingeführt hat, beschreiben. Und das letzte Drittel sollte dann die Brücke zum Praktikum schlagen. Hier sollte der Praktikumsversuch, der diese Größe oder Gesetzmäßigkeit beinhaltet, skizziert werden. Insbesondere sollte die Auswertung des Praktikumsversuchs zum Beispiel an einer Grafik nachvollziehbar dargestellt werden.